In diesem Video sehen wir uns an, wie in wenigen Schritten eine Custom Connector oder auch benutzerdefinierte Komponente in Power BI geladen werden kann. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Man findet zu Power BI Desktop jede Menge gratis und frei zugängliche Custom Connectoren. Um einen dieser zu verwenden, benötigt man nun im ersten Schritt ein Installationsverzeichnis. In diesem Fall benötigt Power BI Desktop ein Verzeichnis in Dokumente, Power BI Desktop und anschließend ein Unterverzeichnis mit Custom Connectors. Ich habe diesen Dateipfad auch unter diesem Video hinterlegt. Bitte beachten, dass auch die Groß-Kleinschreibung und auch die Leerzeichen einzuhalten sind, damit Power BI Desktop dieses Standardverzeichnis auch laden kann. Und in diesem Verzeichnis legt man nun diesen benutzerdefinierte Konnektoren dann ab. In meinem Fall habe ich einen Konnektor für YouTube mit der Endung MEZ reinkopiert und kann nun im Schritt 2 Power BI Desktop neu starten, um die Komponente nun zu laden. Ich habe eben nun Power BI Desktop neu gestartet und als letzten Schritt benötigt noch Power BI Desktop eine Sicherheitseinstellung, damit auch sozusagen Drittanbieterlösungen nach Power BI Desktop geladen werden können. Dazu geht man im Menü auf Datei, wählt Optionen und Einstellungen, wiederum Optionen und bekommt dann ein neues Fenster, in dem man nun auf die Einstellungen Sicherheit und im unteren Bereich der Rubrik Datenerweiterungen auf Nicht empfohlen alle Erweiterungen ohne Überprüfung oder Warnung laden. Nachdem diese aktiviert wurde, mit OK bestätigen und man hat nun in den Bereich Daten abrufen diese benutzerdefinierte Komponente verfügbar. In meinem Fall in der Rubrik Sonstige und hier gibt es nun das YouTube Analytics Custom Connector. Wie ihr seht, könnt ihr so ganz einfach diese Custom Connectoren nach Power BI laden. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und viel Spaß!